Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. So, wie ihr seht, habe ich gerade wieder die Nacht übersprungen, beziehungsweise es läuft gerade noch alles ein bisschen gespeedet ab. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, jetzt haben wir gleich 7 Uhr, jetzt wird es langsam wieder heller. So, also, dann wollen wir doch mal wieder hier im Normalzustand ablaufen lassen. Und erstmal wieder hier unsere, unsere Punkte hier einsammeln. So, gucke mal da, das waren doch nochmal 80 Pikachu. Ah, ich freue mich immer so tierisch, wenn mein Freund mir schreibt. das waren doch nochmal 80 Arterhaltungspunkte. 1026 haben wir jetzt wieder. Würde mich natürlich freuen, wenn sich hier die Bärchen auch noch fleißig weiter hier begnügen, ne? Weil, also Aput wird auf jeden Fall bleiben, die kleine Maus, weil die Bronze ist sogar. Aber Nanook, na nee, Aput wird gehen, glaube ich, aber Nanook bleibt, weil sie ist Gold. Das heißt, sie dürfte von der Genetik her ein ordentliches Stückchen besser sein. Sie ist recht klein. Ja, sie ist echt richtig gut. Aber ansonsten ist das auch echt gut. Aber die kann ich dann halt auch relativ teuer verkaufen. Bei den Königspinguinen muss ich auch mal schauen. Da haben wir mittlerweile ziemlich viele rumwuseln, was ja nichts macht. Die mögen ja gerne große Gruppen. Ja, stabiler Rückzugsort ist wieder so ein bisschen problematisch mittlerweile. Aber, ja, Erwachsenenpopulation 15 und ihr seht, das ist voll bis hinten hin. Also der Pinguin-Effekt, ne? Kuscheln, um sich gegenseitig warm zu halten. Das ist schon. Und die haben ja vor allen Dingen auch Lebenspartnerschaften. Von daher brauche ich mir da bei den Pinguinen gar keinen großen Gedanken drum machen. Was natürlich ziemlich cool ist. Bei den Rentieren ist es momentan eher überschaubar. Wir haben gerade gar keinen großen mehr. Gar keinen großen männlichen mehr. Fällt mir gerade auf. Olof und Eivind. Oder Eivind haben wir da. Brigetta. Brigetta, wer ist denn? Wer sind denn deine Eltern? Brigetta. Unbekannt, unbekannt. Dann könnten wir eigentlich aus unserer Tierhaufbewahrung hier mal noch einen Rentierbullen wieder dazu packen. Weil hier ist es ja doch gerade relativ leer. Kann man nicht anders sagen. So. hier. Magna, guck mal, das passt sogar auch vom Alter her ziemlich gut. Dann würde ich sagen, packen wir Magna, packen wir hier rein. Wenn ich das denn machen kann. Ich habe gerade das Gefühl, dass die Franchise-Server vielleicht gerade so ein bisschen schwächeln. Okay, es lebt noch. Kriegt man hier schon Panik. Was ist hier mit euch? Oh, wir haben Inuksuk. Ich hoffe, der ist hier mit keinem irgendwie verwandt, verschwägert, für was auch immer was. Weil den packen wir nämlich jetzt auch wieder hier rein. Dass sich auch die Wölfe wieder weiter fortpflanzen können. Ich habe hier doch ziemlich stark ausgedünnt in der letzten Zeit. In den Dallschafen ist soweit momentan erstmal alles gut. Da läuft es. Ja, bei den Eisbären, da muss ich halt echt mal gucken. Was ist denn hier, wenn ich hier so ein Iglu reinpacke? Ist das okay für die oder sind die dann meckerig und motzen? Das weiß ich eben nicht. Wenn wir das bearbeiten und die Tür rausnehmen, könnten sie theoretisch... Nein, es ist zu klein. Es ist zu klein, aber das könnte man da vielleicht trotzdem dekotechnisch reinstellen. Wir müssen nur gucken, wenn wir hier irgendwas finden, was ihnen nicht gefällt. Oh, da ist ein Polarwolf weggestorben.
Ich weiß aber auch nicht, was ich hier noch so reinpacken könnte. So ein bisschen was Pflanzenmäßiges wollte ich ja eigentlich schon ganz gern noch drin haben. Tja. Ja, und das hier mit den Pinguinen, boah, da muss ich noch unheimlich viel machen. Dass das auch nur annähernd so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Alter Schwede, was ist denn hier hinten los hier? Ist ja mal richtig Party, hier hinten auch. Wie süß das ist, das hocken ja alle hier hinten. Guck mal, wie sie da alle rüberrennen. Goldig. Ich mag nur, also den Bereich hier des Pinguingeheges mag ich. Das hier hinten, das mag ich überhaupt nicht. Und da müsste ich eigentlich mal gucken, da muss ich eigentlich dringend Sachen dran verändern. Die Bären hier, die ziehen natürlich Unmengen auch an Leute an. Das sind doch einige. War das hier? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Dingsbums, ein, ach, das ist ein Aquarium. Ach, das ist ja cool. Das hier ist ein Souvenirladen. Also da will ich auf jeden Fall, möchte ich hier ganz gern noch mehr haben. Das machen wir wieder anders. Und zwar Gruppenbearbeitungsmodus öffnen und jetzt gucken wir hier wieder noch Einrichtungen, Gästeeinrichtungen, Chief Beef Cosmic Cow Ice Cream. Hats Fantastic Hotdog Infozentrum Just in Momento. Galpi Soda. Wird vielleicht ein Hotdog? Oder was haben wir hier? Looney Bloons. Missy Good. Pizza. Pizza haben wir auch noch nirgendwo, oder? Passt das so? Oder wie muss die Theke platziert sein? Nee, eins weiter runter, oder? So. Dann kommt da Pizza rein. Sowas wie heiße Schokolade oder sowas gibt's nicht, oder? Das wäre halt eigentlich in dem Winterbereich total toll, aber dann geht das nicht, dann müssen wir da Galpi Soda reinpacken. So, und das wird jetzt alles irgendwo hier hinten hinbewegt. In unser Winterdorf. Dann machen wir das noch hier hin. Eigentlich haben sie da ja auch schon zu trinken. Aber scheinbar hat ihnen das noch nicht gereicht. Stellen wir mal da eine Bank hin. Und da noch eine. Mülleimer brauchen wir aber auch noch. Weil hier liegt auch Müll rum. Das wollen wir nicht. Stellen wir mal da direkt welche neben. Und hier neben die Bänke kommen auch welche. Das ist einfach nur ein arktisches Gebäude, oder? Da ist kein Laden drin. Ja, das scheint einfach nur Deko zu sein.
können wir dann hier so ein bisschen zurückgesetzt stellen. Oder so. Dahin und dann wie hier so ein kleiner Weg. Ganz klein, aber ganz stark. Ja, ganz so klein braucht man es tatsächlich gar nicht. Oh, wäre viel zu groß. Nein. So nicht. So vielleicht. Und jetzt hier noch so ein paar kleine Bäumchen dann eben vor. So ähnlich wäre vielleicht eine Möglichkeit. Da können wir beim nächsten Mal noch ein bisschen dran weitermachen. Empfehlt mir doch bitte mal so Sachen, die ich hier fertig erstellt schon ins Eisbärgehege reinsetzen kann. Dass das nicht so kahl aussieht. Aber das dauert halt auch immer so lange, wenn ich das jetzt wirklich alles einzeln bauen möchte. Deswegen, wenn ihr da irgendwelche tollen Sachen für Eisbären oder für Eisbärgehege eben kennt, die ich im Workshop finden kann, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie die Sachen heißen, dass wir hier mit dem Eisbärgehege ein bisschen schneller vorankommen. Denn dann steht ja auch, wenn ich das hier hinten auch mal noch irgendwann fertig habe, stehen dann ja auch mal noch die Schneeleoparden an, damit wir dann hier mit dem Winterdorf zum Abschluss kommen und uns auch mal anderen Biomen widmen können. Freue ich mich auch schon drauf. Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen würden. Bis dahin. Tschüss! We'll be right back.